Lies of P Official 4K Gameplay Trailer von der Gamescom. 4 Minuten geht der. Es ist so mega geil. Ich bin gespannt. Ich hab's noch gar nicht gesehen. Can you hear me? Hoffe, Ton ist laut genug. Mal gucken, ob mich das so abholt wie The Lord of the Fallen. Es sieht sehr gut aus. Aber es ist auch nur ein Render-Trailer, ne? Spielt man hier ihn oder sie im Hintergrund? Oh, was hat die denn? Der geht's ja gar nicht gut. Oh, sieht spannend aus. Oh. Gut aus? Das sieht nicht so gut aus. Okay, die hat so einen Metallarm. Oder er? Oha! Oha! Kommen viele geile Games raus, ne? Wir können echt froh sein, dass Dark Souls so abging. Kommen immer mehr so geile. Aber ist das Souls-like oder ist es mehr Action? Und ist es ein RPG? Ja, ist das ein Souls-like? Der erste Teil war Müll von Lord of the Fallen, das sieht actually richtig cool aus. The light shines brightest in the darkest of times. Ich weiß nicht so ganz, ob mir dieses London 1800 Setting gefällt. Irgendwie das Setting und damit so Maschinen. Aber guck mal hier, unten links, das sieht doch schon sehr Souls-mäßig aus. Unten rechts sieht man das Leben vom Gegner. Oben links ist unser Leben mit einer Mana, mit einer grünen Mana. Unten links Heilung und die Waffe. Das heißt, es gibt auch verschiedene Waffen. Oh ja, es sieht sehr Souls-like aus. Oh, das war ein Konter. Sind für besondere Angriffe. Lies of P. Your destiny. Und wann kommt das genau raus? Nächstes Jahr? Du hast gespielt, Lisa, auf der Gamescom. War ultra nice. Und war es sehr schwer oder war es eher actionmäßig leicht? Coole Maske. Coole Nässe-Effekt. Leier. Also das check ich gar nicht. Hä? Hop in the box, liar. Hop in the box. Für PlayStation, Xbox, PC, Switch, Kappa. Time when humanity shines. 2023 steht aber noch kein genaues Datum fest. Kein Dark Souls 1, aber schon ein Elden Ring. Okay. Okay, geil. Geil. Da freue ich mich. Ich hoffe nicht, The Lord of the Fallen ist ja auch erst Dezember 23. Ich hoffe, hier müssen wir nicht ganz so lange warten, aber es sah schon mal ziemlich, ziemlich cool aus. Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob mir das Setting gefällt. Alice Madness Returns. Du meinst, sie ist Alice im Wunderland, aber in verrückt? Das fand ich auch ganz witzig. Aber ganz interessant auf jeden Fall.
Lasst mal gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Und bis zum nächsten Mal, haut rein.